Hier muss es doch irgendwas geben. Habe ich irgendwas übersehen? Vielleicht... Oh, Moment. Ach, hier an dem Ding, wo er am Arbeiten war. Natürlich. Schalter umlegen. Das war wohl falsch. Auch das war falsch. Das war richtig. Die Lichter gehen an. Die Falltür geht auf. Komm schon. The fuck. Dieses Geräusch war schon echt creepy as fuck. Oh, kann ich dich auch im Stealth umhauen? Ich bitte dich. Wo kam die her? Komm schon. Ja. Keine Munition mehr vergeuden. Was? Was? Der Moment, wenn du merkst, dass der Stealth nichts mehr bringt. Das ist ja... Okay, ich muss den ersten Hilferkoffer nehmen. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Ich muss... Wow! Untersuchen. Aber wo kam sie denn her? Aus der Tür? Die hat einfach hier gechillt. Oh, eine Spritze. Geil. Gut, dass ich hier noch reingekommen bin. Die chillt hier einfach im Hinterräumchen. Wow. Okay. Auf jeden Fall haben wir die Falltür gefunden. Das... Hey, warum? Wo kommt ihr alle her? Kannst nicht mal, ey. Alter! Fuck, ey. Ich bin schon wieder tot. Was ist denn das? Okay, weh, ich finde hier nichts. Weh, ich finde hier unten nichts, was ich gebrauchen könnte. Und weder erwartet irgendjemand auf uns. Runterklettern, ja, bitte. Okay, das stinkt schon sehr danach, dass hier irgendjemand auf uns wartet. Bitte nicht. Für ein Metallrohr bin ich hier hingekommen. Okay. Kommunikator ausrüsten. Verstehe nicht. Wartest du nicht mit dem... Machen wir? Hey, bist du hier? Ich hab dich schon überall gesucht. Oh, Scheiße, John. Was machst du hier unten? Das ist nicht für deine Augen bestimmt. Ich verstehe nicht. Wartest du nicht mit dem Ding auf mich? Wir sind beste Freunde, Mann. Komm schon. Ich weiß. Und das macht es umso schwerer. Lass die Witze, Mann. Tut mir leid, John. Aber es muss sein. Mobius erlaubt keine Fehler. Oha. Mobius? Was in aller Welt ist Mobius? Ja, jetzt weißt du, was Mobius ist. Dein Tod. Erinnerungsfragmente. Hier. Hä? Woher kommt dieses Gebrüll? Lass mich doch einfach in Ruhe machen. Kann ich bitte irgendeinen hier im Stealth umbringen und er bleibt auch tot? Ist das möglich? Okay, was ist denn in der Kiste? Nichts. Warum bin ich überhaupt hier hin? Oh, okay. Ich sehe es gerade. Ja, gehen wir doch mal da lang. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, hinter uns ist eben irgendjemand. Uff.
Da sind natürlich einige Kollegas. Union-Sicherheitskarte, cool. Kann man gut gebrauchen. Was zeigt ein Raster von Authentifizierungscodes für den Zugang zu gesicherten Mobius-Standorten? Wo wollen die denn jetzt hin? Okay. Ich kann auch zoomen. Ja, Union Security. Okay, cool. Ja, nehme ich mit, ne? Die sind jetzt aber abgehauen. Was ist das? So eine Art Chiffre? Chiffre. Le Chiffre. Jetzt sag mir nicht, die kommen hier durch. Wir sagen, der hat uns nicht gesehen? Okay. Ich meine, ja, warum nicht? Komme ich jetzt hier rein mit dieser Chiffre? Das ist B. Ist der doof? Bleib tot, ich bitte dich. Boah, Junge, die gehen mir auf den Sack, die Gegner hier. Aber hart. Oder? Die sind hier um einiges schwerer als im ersten Teil. Auf jeden Fall nerviger. Was haben wir hier? Bericht Nummer 592. Anfrage zur Entsorgung von Mobius Operative Number 73, Namen Union, Ted Sisson. Betreff Vorfallsbericht. Etwa gegen 14.30 Uhr betrat Einwohner Nummer 253, Namen Union, Jonathan Stevens, unerlaubt den Mobius-Bereich und hatte Zugang zu vertraulichem Material. Die Gefangennahme und Neuprogrammierung war leider keine Option. Einleitung von SITA 5 Notfallmaßnahmen erforderlich. Bitte Entsorgungseinheit bei Union Auto Repair. Okay. Das ist nicht nett. Das ist absolut nicht nett. Was ist hier drin? Nichts. Alter, sag mir irgendwas. Gib mir irgendwas! Ich hatte jetzt echt gehofft, dass wir die Shotgun finden. Explosivbolzen. Der Sprengkopf aus diesem Armbrustbolzen explodiert bei Aktivierung mit einer heftigen Schrapnellsalve, die in der Umgebung Schaden verursacht. Du solltest bei der Explosion lieber nicht in der Nähe sein. Explosivbolzen können durch Kombination von Nägeln und Schießpulver hergestellt werden, die wir haben. Die wir haben, Freunde, ja. Aber wir versuchen ja jetzt auch ohne Munition auszukommen in diesem Spiel. Ist das nicht anders möglich? So, wir gehen nochmal zurück hier hin. Wir haben B34, die Tür. Was gebe ich dann ein? B34 ist 5? Nein? wohl nicht. Error. B34. Ich verstehe halt das Prinzip irgendwie gerade nicht. Wir haben die Tür B34. Wir haben diese Karte mit B34. Und das ist halt 5. Ist das 0005? Nee, wäre auch zu einfach. Hä? Ich verstehe gerade das Prinzip nicht. B34.
Haben wir noch irgendwo eine andere B-34? Nee, aber nicht, ne? Ich komme nicht drauf. Ich habe keine Ahnung. Kann ich hier drunter? Ne, kriechen können wir wohl nicht. Schade auch. Kann ich die Information hier aus meinem Inventar bekommen? Moment. Hier. Diese Sicherheitskarte zeigt ein Raster von Authentifizierungscodes für den Zugang zu gesicherten Mobius-Standorten. Also Sinn würde machen, wenn er jetzt dran stehen würde, B4 an der Tür. Dann hätte ich B und 4 und das wäre 76. Aber B34, weiß ich nicht mal, ob das richtig ist, was ich hier tue. Aber die Antwort muss doch auf dieser Karte sein, oder? Ich komme nicht drauf. Irgendwie bin ich gerade zu blöd dafür. Ich würde gerne nachschauen, wie ich das zu verstehen habe, ohne mich zu spoilern. Vielleicht haben wir die Antwort noch nicht. Aber ich guck mal ganz kurz nach. Sorry, mache ich eigentlich nicht, aber in dem Fall, ich check's nicht. Deswegen. Bis gleich. Da wäre ich niemals drauf gekommen. Ja, die Tür heißt B34, gemeint ist aber B3 und B4. Woher soll ich das wissen? B3 und B4 wären die beiden Zahlen 9676. Und die muss man halt einfach eingeben. Okay, cool. Hochwertige Waffenteile. Diese Komponenten sind von höherer Qualität als normale Waffenteile. Sie können verwendet werden, um Waffenverbesserung freizuschalten. Ich fand das Rätsel echt blöd. Das war blöd beschrieben. Ja. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm hier. Gerade mit der ganzen Munition, die wir finden. Ich finde das sehr angenehm. Ja. Was wir aber brauchen, nehme ich den direkt wieder, den Erste-Hilfe-Koffer. Wir haben zwei Spritzen, aber unsere Wunden sind zu stark. Dann nehme ich direkt den Koffer. Sagen wir mal als Strafe, dass ich das hier nicht rausgefunden habe. B3 und B4. Obwohl da eindeutig B34 steht. Bisschen irreführend, Freunde. Bisschen irreführend. Okay, hier haben wir auch keine Shotgun gefunden. Leider. Wo geht's denn hier hoch? Okay. Mitchell & Sons Construction. Sind wir etwa jetzt... Oh ja, wir sind jetzt hier in dem Ding. Da sind wir nicht reingekommen. Okay, das ist natürlich cool. Ist das hier eine Falle? Ist das hier eine Falle? Ich sehe keine Falle. Aber das stinkt nach Falle. Was war das? Hier sehe ich die Falle wenigstens. Das nehme ich. Okay. Beruhig dich. Komm schon, ganz ruhig. Kriegen wir alles hin. Tschüss. Tschüss, Fräulein. Bam. Einmal in die Niere, einmal in den Kopf. Ciao. Und deine Suppe gehört uns. Okay, das hört sich sehr nach einem weiteren Gegner an. So, den untersuchen wir erstmal für ein bisschen Munition. Oh,
diese Geräusche sind schon echt ekelerregend, muss ich sagen. Der chillt da in der Ecke. Aber in welche Richtung guckt der? In unsere, oder? Du willst mich doch verarschen, Mann. Wow. Gib mir das Ding. Man kann ihn sich nicht mal mehr krallen. Den hat's erwischt. Geil. Okay, Bolzen. Hauen drauf, wenn man trifft. Ich muss auf jeden Fall nochmal neue Bolzen herstellen. Was liegt denn hier eigentlich noch? Ach, Shotgun ist voll. Ist doch scheiße, Mann. Ich hab noch nicht mal die Shotgun. Wie kann die denn schon voll sein? Ich hab die irgendwo übersehen, oder? Irgendwo liegt die Shotgun rum und ich weiß nicht wo. Sag mal, wie komme ich denn hier rein? Das sieht auch sehr interessant aus hier. Wie komme ich denn da rein? Oh. Hier drüber? Huch. Ach so. Oh, das Ding muss ich betätigen. Okay, okay. Fall bloß nicht runter jetzt. Ah, hier sind wir nicht reingekommen beim letzten Mal. Ja, ja. Wir haben die Axt. Scheiße, die hätte ich auch nutzen können eigentlich. Stattdessen benutze ich die ja gerade, um Kisten aufzumachen, was echt nicht schlau ist. Immerhin kriegen wir einiges an Stuff. Oh, das Spiel macht mich kirre. Es macht mich absolut kirre, Freunde. So, gib mir Munition. Oder Waffenteile oder sonst irgendwas. Sicherung nehme ich auch. Ich brauche eine Shotgun, Mann. Pistolenmunition, ist alles gut. Schießpulver, Rauchpulver, her damit. Und, was haben wir hier drin? Nichts. Nichts. Okay. Ich glaube, wir sind soweit. Das Ding können wir jetzt bewegen. Mit Ach und Krach. Der gute Castellanos kriegt das gerade so hin. Das Ding geht nach außen auf. Er hat nur dagegen gedrückt. Ihr habt es gesehen. Er hat kein Schloss geöffnet. Er hat nur dagegen gedrückt. Hätte ich das von außen nicht ziehen können einfach? Und dann hier drüber klettern? Du Nichtsnutz. Das ist ein Nichtsnutz von Kopf. Wirklich. Das ist ja unglaublich. Ich fasse es nicht. Hier müssen wir auch noch hin. Hier würde ich auch gerne hin. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier nochmal hinkommen von der Seite. Ich weiß es nicht. Es sieht für mich irgendwie nicht danach aus. Wobei ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht können wir auch einfach hier hoch, rechts und dann wieder runter. Auch das ist natürlich möglich. Wir können es ja mal versuchen. In welche Richtung müssen wir? Mädchenstimme ist hier. Okay. Gehen wir nochmal da lang. Mal gucken, was passiert. Du Nervensäge, Mann. Kann man nicht hier... Oh, hier kann man ja rein. Ach so. Ja, klar. Natürlich kann man hier rein. Hier war ich ja auch schon drin. Der klettert über den Zaun. Ja, lass mal. Was war das? Das ist eine Hupe. Okay. Das hat sich so ein bisschen abgelenkt. Das ist ganz nett. Ich hau ab. Scheiß auf euch. Oh ja, her damit. Was auch immer hier rumliegt, ich will alles. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Ein bisschen Gestrüpp. Mhm.
Flaschen voll. Hier geht's gar nicht rein. Das ist keine Pflanze. Okay, da sollten wir auch noch mal hin eigentlich. Hier auf dem Parkplatz, da finden wir bestimmt auch noch was. Aber ich will erst einmal schauen, ob wir hier wieder zurück können. Ich hoffe sehr, dass das geht. Hier kann man auf jeden Fall rein. Da schaue ich mir mal an. Okay. Kein Besuchskomitee. Ansonsten kriegen wir hier noch ein bisschen Zeug. Ja, nehme ich alles mit. Warum auch nicht? Dafür haben wir Platz. Unendlich, habe ich das Gefühl, für so ein Zeug. Schießpulver, Rauchpulver, was weiß ich was Pulver. Aber Patronen, Munition. Nö, davon kann ich nur 6 tragen. Warum? Wo sind wir hier überhaupt? Okay, das weiß ich nicht, ob man jetzt hier überall lang kann. Ich guck mal. Du bist tot, oder? Wahrscheinlich ist er nicht tot. Aber das hätte ich schon gerne. Oh, ist das etwa so eine Statue mit Schlüssel? Her damit. Oh, der ist mir hinterhergelaufen. Okay, schön, schön, schön. Ja, ja, schau mal danach. Schau mal danach, mein Freund. Das wird dir gefallen. Okay. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Okay, cool. Den anderen erwischen wir auch noch. Bestimmt. Ist das hier der... Ah ja, das ist unser Safehouse. Ja, da muss ich da jetzt rein? Weiß ich nicht. Muss nicht. Eigentlich will ich den anderen Typen erwischen. Ich weiß halt nur nicht, wo er langläuft. Ich sehe nichts. Da hinten ist er. Könnten wir natürlich mit einer Flasche auch anlocken. Das wäre das Einfachste. Aber wenn er sich eh umdreht... Alter, der muss einen Druck haben. Warum musste der sich umdrehen? Wie unsinnig ist das denn? Alter. Oh, der ist hier. Er geht wieder zurück, ne? Okay. Er geht wieder zurück. Boah, der dreht... Also, so wie ich die kenne, drehen die sich einfach random um. Was ich total scheiße finde, ehrlich gesagt. Aber wieso hat er sich gerade umgedreht? Ich check das nicht. Das ist so unfair eigentlich. Guck mal. Guck's dir an. Okay. Okay, das hat geklappt. Ciao. Niere, Kopf. Adios. So, und deine Suppe gehört mir. Das ist der Typ von vorhin. Vor dem wir geflüchtet sind. Warum liegt denn hier ein bisschen Suppe rum? Wo kommt die denn her? Egal, ich frage nicht.
Ich frage nicht. Ich reagiere nur. So, hier sind wir safe, oder? Dachte ich zumindest. Bisher. Scheiße, es hat mich gesehen. Nein. Nicht werfen. Yes. Das war der Plan. Dass er in seinem eigenen Feuer aufgeht. Ein bisschen Munition habe ich verbraten dafür, aber das ist mir jetzt auch egal. Kann man hier auch rein? Das ist zu. Da hinten ist noch... Alter. Okay, ich gucke erstmal gerade auf der Map, wo wir sind. Es sieht auf jeden Fall gut aus, dass wir hier hinkommen. Auch wenn es über Umwege geht. Anstrengend. Das Spiel ist echt anstrengend, muss ich sagen. Vor allem, die liegen hier und die könnten jederzeit aufstehen. Nur weil ich hier so ein Gestrüpp mitnehme. Diesmal nicht. Okay. Zum Glück. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Nicht durchtrainierbar. So, wo ist denn jetzt hier unser... Damit der Computer da runterkommt, oder? Was? Du kommst nicht mit? Keine Zeit. Ich geh zu... Okay, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Was gibt's hier? Ja, halt... Hallo? Wenn du dich bewegst, Junge. Ich schwöre, ich schieße das Ding in den Arsch. Was? Was ist das denn? Warum ist das Ding nicht explodiert? Ich hasse es so sehr. Steh auf. Headshot. Oh ne, brauche ich nicht mehr, ne? Das Ding ist nicht explodiert. Ich dachte, bei Aufprall. Pustekuchen. Oh, ich gerate aber auch in Panik hier bei dem Game. Das ist schlimm. Ganz, ganz schlimm. Mach auf und Munition. Nichts. Die Dinger haben einfach nichts für uns zu bieten. Ich gehe nie wieder in so einen Raum. Und draußen warten wahrscheinlich wieder irgendjemand, ne? Nein, diesmal nicht. Okay. My life, ey. Das Spiel macht mich kirre. Okay, links von uns ist das Gebäude, wo wir hinwollen. Hier. Oder das da. Das da müsste es sein. Mal schauen, ob ich da ohne Probleme einfach reingehe und mir alles schnappen kann. Ja, ja, ja. Da ist es richtig. Wir gehen rein. Aber nicht von hier. Ich hoffe, das ist ein Stein hier. Kommen wir von hier rein? Ja, das sieht gut aus. Hinein mit uns. 322 Cedar Avenue. Cool. Fernseher, wunderschön. Okay. Ist aber sonst nichts Interessantes für uns. Außer die Flasche. Flaschen können wir sehr gut gebrauchen. Die lenken echt gut ab. So, wo ist denn jetzt das Signal? Das hier? Ist nicht hier? Moment, was war das? Oh ja. Ein kleines Spritzchen für uns. Weil wir uns halt jede Spritze auch wieder reinjagen, die wir irgendwo finden. Okay, geht's hier... Hä, wo geht's denn hier noch hin? Ach, hier geht's weiter. Ich mag das Haus nicht. Ich mag es nicht. Okay, da hinten müssen wir wahrscheinlich hin. Aber was ist das hier?
Abgesperrt. Na gut. Dann gehen wir doch mal hier lang. Schauen wir uns die wunderschönen Gemälde an der Wand. Oh, traumhaft. Traumhaft. Oh, ich dachte schon. ich dachte schon. Ausrüsten. Alter. Guter Plan, Alter, ihr Schweine. James, wo zum Teufel bist du? Schwing deinen Arsch zum Besucherzentrum. Okay. Du wirst nie glauben, was. Na dann auf zum Besucherzentrum. Okay. Ich kann mich erinnern, wir sind auch in irgendeine Kirche gegangen. Da war aber der Schwierigkeitsgrad noch sehr hoch. Und ich habe es sehr verkackt. Da müssten wir eigentlich auch nochmal hin. Ja gut, das war's dann wohl hier, ne? Gehen wir hier wieder raus? Oh nein, hier ist noch ein Räumchen. Mit einer Falltür. Eine Falltür, die uns wohin bringt, mein Freund? Okay, hier ist sonst nichts. Wir öffnen Le Falltür.